Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Abend. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir einmal finden können unter Quest und dann Wolf Inn und hier haben wir den Erfolg für die Gemeinschaft. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen: Steuert insgesamt 100 Stücke Erz zur Aktivierung der hilfreichen Konstruktionen für eure Mitspieler in der World Quest Kuriermission Erzsammlung bei. Und ihr seht schon, ich bin bei 95 von 100. Und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Also als allererstes brauchen wir natürlich eine World Quest. Diese World Quest befindet sich in den schallenden Tiefen. Und zwar haben wir die hier unten auf den Koordinaten 64, 63. Und ja, die heißt halt, ne, wie es im Achievement steht, Kuriermission Erzsammlung. Und dafür müssen wir eigentlich 10 Erzproben quasi hier unten einsammeln und dann da einen Abgebepunkt bringen. Wir können aber mit dem Erz auch was anderes machen, und zwar bei Konstrukten beisteuern. Es gibt hier übrigens auch ein anderes Achievement, wenn ihr quasi 10 Stück direkt abgibt. Das war das hier, da hatte ich auch schon ein Video zu gemacht. Ne? Dann gibt es auch ein Achievement. Das könnt ihr theoretisch auch im Nachgang machen. Das hier ist das deutlich beschissenere. Und zwar, was müssen wir jetzt machen? Wir klauben als erstes hier so ein Pottich auf und dann tigern wir los und müssen Erzproben aufsammeln. Im Normalfall dürft ihr nicht aufmounten, außer ihr seid Druid. Mit der Fluggestalt könnt ihr es ein bisschen cheesen, ne? Also die zählt halt irgendwie nicht so als richtiges Mount, solange ihr das Drachenfliegen habt, könnt ihr hier quasi einfach die Sachen sammeln. Und solange ihr dann mit dem Drachenfliegen nach oben fliegt, wird der Buff nicht entfernt. Mit allen anderen Klassen, wenn ihr normal fliegt, ne, wird der entfernt, ne? Also auch wenn ihr normal Drachenfliegen benutzt, ist der weg. Mit dem Druid könnt ihr cheesen. Ihr müsst dann halt einfach quasi hier hochlaufen, ne? Dann hier einmal rauf aufs Dach. Und dann können wir hier Ewiger quasi bei ihm hier 75. Es einmal ist das Ganze abgeben. unausweichlich. Und ihr seht, er hat einen Balken. Und der Balken geht einmal hoch bis 20. Und wenn wir jetzt hier 5 abgeben, die müssen wir dann zahlen, ne, von unserer Ressource. Selbst in den Schatten Seht ihr, haben wir ist jetzt einmal ein das Pfad Achievement gekriegt. sichtbar. Und wenn der auf 20 aufgefüllt ist, dann stellt er eine Balliste auf und die Balliste bleibt 2 Stunden da. Das schert sich mit allen anderen Leuten. Also wenn viele andere Leute hier auch das abgeben, müsst ihr halt 2 Stunden warten. Also das kann schon ein bisschen dauern. Es gibt aber nicht nur den einen NPC, wo ihr das abgeben könnt, sondern hier unten gibt es auch noch einen. Ne, bei dem Der könnt ihr auch noch Kaiser was belohnt den abgeben. Getreuen. Der ist aber irgendwie nicht immer aktiv, Gehorchend wie ich es warten. gesehen habe. Also, und da hinten ist auch noch einer, aber der scheint auch relativ Wir selten sind in aktiv zu sein. Seht ihr, Ungnade bei dem können wir jetzt gefallen. gerade hier nichts abgeben. Das Also wenn hier ein paar Leute aktiv sind, die das Achievement machen, dann müsst ihr halt teilweise ewig warten. Ne? Müsst ihr halt gucken, diese Balliste, die aufgestellt wird, die könnt ihr quasi anvisieren. Und dann hat die unten einen Debuff drauf und dann steht da halt dran 2 Stunden. Dann müsst ihr halt 2 Stunden warten, bis ihr wieder ein paar abgeben könnt. Oder ihr schafft es hier ein bisschen Server zu hoppen. Es gibt hier diese Lunkergruppen, die den Rare umhauen, dann Mount droppt. Und darüber könnt ihr auch hoppen. Ne? Sind aber relativ selten drin, deswegen ja, ist ein bisschen schwierig. Das ist halt einfach ein Achievement, wo man ein bisschen warten muss, beziehungsweise vielleicht wen kennt, der einen auf einem anderen Server bringt, wo das eventuell noch Kapazitäten hat. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich merke gerade, hier ist ein Non-Druid. Können es vielleicht. Kann man den von unten einquatschen? Nee, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob du da als Non-Druid hier überhaupt vernünftig hochkommst, ne, mit deiner Erzlieferung. Falls das nicht geht, ich habe das jetzt nur mit dem Druid gemacht, dann müsst ihr halt bei dem Typen da unten das auf jeden Fall erledigen, ne? Oder ihr nehmt einen Druid-Twink. Ich habe jetzt hier auch einen Level 70er Char, weil ich mit meinem Main das Ganze schon abgeschlossen hatte, ne? Also ihr könnt das mit irgendeinem Old auch machen, der muss nicht Max-Level sein. Die World-Quests werden ja freigeschalten, wenn ihr die auf dem Main quasi einmal freigeschalten habt. Gut, damit wären wir am Ende vom Video. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, dann schreibt die gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.